Es geht weiter mit The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nachdem wir beim letzten Mal den Feuertempel abgeschlossen haben, machen wir jetzt auch direkt weiter und wollen auch schon mal gleich den Wassertempel angehen. Obwohl es da noch die ein oder andere Sidequest gibt, die wir machen könnten. Aber nee, die heben wir uns für später auf. Ich würde sagen, die ganzen Sidequests machen wir erst nach dem Wassertempel. Uns fehlt hier immerhin noch eine vierte Flasche und hier steht Epona, okay. Uns fehlt ja immer noch eine vierte Flasche und wir müssen auch immer die Big Goron Sidequest machen. Aber die haben noch immer Zeit, die können wir auch noch ganz zum Schluss machen. Aber ich will jetzt erstmal den Wassertempel machen. Ich denke, es ist auch kein Geheimnis, wo der Wassertempel denn jetzt ist. Wenn man mal ganz logisch vorgeht. Wir waren jetzt bei den Kokiris, wir waren jetzt bei den Goron, da bleibt ja nur noch Zoras Reich übrig. Wird auch durch einen auffällig blinkenden Punkt auf der Karte markiert. Deshalb wollen wir da jetzt mal hingehen und mal gucken, ob auch dort der Zahn der Zeit genagt hat. Zauras Fluss. Erstmal hier ein bisschen den Rasen mähen. Ein paar Pfeile und ein paar Bomben. Sehr schön. Ja, das Hühnchen ist auch nicht mehr da. Aber da drüben ist jetzt eine Pflanze gewachsen aus unserer Wundererbse. Und die können wir uns zunutze machen, um irgendwelche anderen Bereiche erreichen zu können. Das spart auf jeden Fall schon mal ein bisschen Weg. Also reiten wir hier einmal die Pflanze. Hier wollen wir runter. Dann erreichen wir nämlich wieder einen Geheimbereich, wo wir noch ein paar Sachen finden. Und zwar indem wir diesen Stein hier erstmal zertrümmern. Dann landen wir in einem Loch. Und hier ist ein Feenbrunnen. Sehr schön. Brauche ich eine Fee? Nee, wir haben noch ganz viel Milch. Ich muss die Milch dringend loswerden, denn im nächsten Dungeon brauchen wir Flaschen. Ja, das heißt, ich muss gleich die Milch auftrinken. Die jetzt mittlerweile schon 7 Jahre alt ist. Naja. Hier drüben ist auch noch ein Loch. Da gibt es allerdings nur wieder so einen generischen Lochraum. Warum generischer Lochraum? Weil es gibt ganz viele Löcher, die haben genau diese Struktur. Ein Chica-Stein, ein Teich mit einem Fisch und eine Schatztruhe. Naja, 20 Rubine. Haha, hab ich doch gesagt. Ja, okay, Geld brauchen wir jetzt auch nicht sehr dringend. Davon haben wir mehr als genug. Ich weiß gar nicht, was wir damit alles machen sollen. Und auf einmal wird es Dämmerung, okay. Nee, Quatsch, nicht Dämmerung, sondern Sonnenuntergang. Okay. Ja. Ansonsten könnte man von hier aus auch leichter das Herzteil erreichen. Na gut. Macht jetzt nichts. Nein, nein, nein. Scheiße, ich muss aufpassen, dass ich nicht vom Fluss weggetrieben werde. Ist aber gerade nochmal gut gegangen. Nein. Autsch. Aufpassen, dass mich die Octoroks nicht treffen. Ich hole nochmal den Endhaken raus, den brauchen wir jetzt nochmal. Den Fanghaken. Ich sag im Endhaken, ich weiß. Was hat Navi eigentlich zu sagen? Spürst du das? Ein eisiger Wind weht vom Zora-Fluss hinüber. Okay. Da sind wir jetzt gerade. Es ist übrigens gerade passend, dass es Nacht ist. Denn dann können wir noch eine neue Skulltula kriegen. Und zwar die Skulltula. Moment, ich nehme lieber den Endhaken dafür. Und zwar die Skulltula. Hier oben irgendwo. Na, wo sind sie? Wo sind sie? Da. Die Skulltula hier oben. Können wir jetzt erwischen. Aber wir stellen fest, haha, unser Fanghaken ist zu kurz. Da setzen wir jetzt einmal Trick 17 ein und stellen uns hier auf den Zaun. Denn dann schaffen wir es ganz leicht, doch an die Skulptur heranzukommen. Ansonsten bräuchte man erstmal den Enterhaken, damit man da reinkommt. Aber nee, das geht auch so. Ich habe da ja so meine Tricks. Okay. Das Herz hier drüben haben wir uns auch schon geholt, ne? Ja, haben wir. Ja, es ist auch auffällig, dass es hier gerade schneit. Ich denke, der ein oder andere kann sich schon mal denken, was hier passiert ist. Aber wir öffnen erstmal wieder den Wasserfall. Mit Zeldas Wiegenlied. Genau. Das sieht irgendwie immer aus, als würde Link so ein bisschen schrumpfen. Oder so in die Knie gehen. Und diese Cutscene abgespielt wird, wenn Link erwachsen ist. Tada! Ja, Zoras Reich. Ist ein bisschen kühl hier geworden, glaube ich. Mal sehen, wer hier den Kühlschrank offen gelassen hat. Ja, das ganze Reich ist hier eingeeist.
Und dreimal dürft ihr raten, wessen Werk das war. Auch Kai Zoras mehr da, mit dem man reden könnte. Weil die alle unter der Eisdecke hier eingefroren sind. Da hat der Gendorf was Böses gemacht. Aber auch die werden wir retten. Selbst der Shop ist hier eingefroren. Moment, hast du irgendwas zu sagen? Nee. Okay, aber es gibt hier immer noch ein paar nette Krüge. Und Dekonüsse. Naja, besuchen wir erstmal den König. Hoffentlich geht's dem noch gut. Und natürlich Ruto. Ach du meine Güte. Natürlich ist der König auch eingefroren. Passenderweise im rotem Eis. Sagt Navi irgendwas dazu? Nö. Navi ist das einfach scheißegal. Okay. Naja. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal gleich den König zu retten. Moment, hier vorsichtig, denn hier gibt es auch wieder eine Skulptur, wie man hören kann. Die erscheint auch nur nachts. Ansonsten ist sie gar nichts. Okay. Soll ich mich nochmal... Ich glaube, ich ziehe mich einmal kurz um. Weil die rote Rüstung, die passt hier nicht so ins eisige Gefilde. Auch wenn ich die rote Rüstung sehr mag. Aber laufen wir mal ein bisschen grün rum. Da können wir ein bisschen Varianz reinbringen. Ja. Der König, wir können auch nicht das Eis zerschlagen oder so. Nee, nee, da müssen wir einen anderen Weg finden. Und den werden wir auch finden. Und zwar, indem wir wieder in den Bereich gehen, wo mal Lord Yabu Yabu war. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Man kann sich auch in den Reihen glitschen. Allerdings ist der Glitch sehr, sehr schwierig. Und das wollen wir auch nicht. Aber unsere Aufgabe ist jetzt erstmal, in diese Höhle da drüben reinzukommen. Und dafür müssen wir jetzt hier über die Schollen springen. Und das Dumme ist natürlich, dass die Schollen verdammt rutschig sind. Da muss man ein bisschen aufpassen. Einige von denen kreisen hier auch umher. Aber mit ein bisschen Geschick sollte das auch gehen. Und wir können uns erstmal das Herz hier holen. Eins sollte noch fehlen, dann sollten wir wieder einen weiteren Herzcontainer haben. Moment, da... Ja, passt. Okay. Das letzte Herzteil für unseren nächsten Herzcontainer werden wir auch im Tempel selbst finden. Ich sag euch, als Kind ist diese Passage hier sehr nervig. Allerdings gibt es da auch den einen oder anderen Trick. Und zwar kann man sich auch, wenn man ganz perfide immer gegen die Scholle hier schwimmt, kann man auch immer da hochklettern. Auch wenn es an und für sich nicht so geplant ist. Aber es ist möglich, da hochzuklettern. Damit schafft man es, ein bisschen von dem Gespringen da zu skippen. Aber nun ja. In der Eishöhle sind wir jetzt. Das ist so ein kleiner Mini-Dungeon. Ein ziemlich cooler Mini-Dungeon. Und, wenn man es mal so sieht, ist das quasi... Autsch. Der Prototyp vom Wassertempel. Und zwar war es auch so geplant, dass der Wassertempel eigentlich kein Wassertempel sein sollte, sondern ein Eistempel. Das merkt man auch wieder an dem Medaillon. Und auch an Gens Schloss später. Scheiße! Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, die fangen ja gar nicht hier an zu spucken, aber... Nein, der Blödmann. So, zack. Okay. Die Typen sind gefährlich. Man muss halt aufpassen, wann die Eis spucken. Und da muss man zuschlagen, ansonsten wird man eingefroren. Und das tut dann ein bisschen weh. Weil wenn man in Eis gefangen ist, dann bekommt man permanent Schaden, bis man wieder auftaut. Und das kann manchmal gar nicht wenig sein, was so ein Eisblock mit einem anrichtet. Na los, zerschlag den Topf. So, mein Gott, geht doch. Okay. In der Eishöhle ist es natürlich auch verdammt rutschig. Und das macht die Bewegung hier ein bisschen schwer teilweise. Hier ist unsere Aufgabe, die ganzen Rubine einzusammeln. Und zwar alle. Das ist auch gut, da das den Geldbeutel noch ein bisschen auffüllt. So, wo fehlt noch? Autsch. Vor der Sense muss man natürlich aufpassen. Die macht Schaden. Moment, da sagt Navi, glaube ich, auch nichts zu. Okay.
Na, ich habe gedacht, sie sagt noch irgendwas zu dieser Sense. Aber dem war nicht so. Aber hier oben gibt es auf jeden Fall noch eine Skulptur. So, zack. Und zack. Okay. Das Tolle ist, man kann auch da drunter durchrollen, wenn man es denn kann. Nicht so wie ich. Na, okay. Ach, man kann sich auch hier duken übrigens. Dann wird ein zweiter Kopf abgesenzt, aber das macht Link natürlich nichts aus. Da ist Link einfach eiskalt. Haha, Wortwitz. Ist voll witzig, ne? Naja. Noch so ein Typ. Das geht immer gut mit dem Endhaken, sich ranziehen und dann einfach draufschlagen. Weil durch den Endhaken bekommen die schon einen extra Schaden. Und das macht dann die Typen doch relativ einfach und schnell zu töten. So, hier kommen jetzt ganz böse Feinde. Und zwar die Eisfledermäuse. Und das mit dem Zielen ist immer noch sehr doof. Da muss ich... Moment, ich positioniere mich mal anders. Ich möchte die auf jeden Fall weg haben. Weil die können schon sehr nerven, wenn die doch auf einen zufliegen. Weil die frieren einen natürlich auch ein. Weil die eisiges Feuer um sich rum haben. Aber ich würde mal sagen, ich wage mal den Angriff. Verdammt. Hat nicht geklappt. Ja, deshalb hasse ich die so. Aber ich kann sie jetzt mit dem Endhaken runterholen, okay. So, die andere. Na, die andere wieder raus. Zack, okay. Gut, hätten wir schon mal die größte Gefahr gebannt. Da unten läuft auch noch einer von diesen Eisspuckern umher. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die muss ich gleich mal mit Navi untersuchen. Moment, wie heißen die? Ja, das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich. Aber vielleicht kannst du es ja für irgendwas gebrauchen. Genau, blaues Feuer. Aber ich möchte jetzt erstmal wissen, wie die Typen heißen. Ein Eisatmer, wie kreativ. Achte auf seinen eisigen Atem und zerschlage seine eisige Hülle so schnell wie möglich. Genau. Ist euch sicher schon aufgefallen, dass es die Typen in zwei verschiedenen Varianten gibt. Einmal solche stationären, die rühren sich nicht vom Fleck. Oder noch einmal so komische Gespensterartige, wie der Typ da unten. Die laufen nur auch umher. Ja, das blaue Feuer hier ist das große Dungeon-Gimmick, kann man sagen. Und zwar können wir das in einer Flasche einfangen. Aber vorher muss ich eben sicherstellen, dass wir eine Flasche geleert haben. Ich würde am besten beide Flaschen leeren. Weil mit zwei Flaschen blaues Feuer mitzunehmen, das ist dann schon wesentlich angenehmer. Weil man braucht hier sehr viel blaues Feuer, sag ich schon mal. Da ist man mit einer Flasche schon mager bedient, sag ich mal. Sollte man am besten zweimal von mitnehmen. Und die Stuntkäfer möchte ich nicht opfern. Deshalb trinke ich hier die Milch aus. Weil ich die sonst eh nicht trinke. So. Okay, zweimal blaues Feuer. Mit dem blauen Feuer können wir natürlich jetzt das rote Eis schmelzen. Wie zum Beispiel das hier. Das eine große Schatztruhe einfriert. Und in der Schatztruhe müsste jetzt die Karte drin sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier auch einen Kompass gibt. Ich glaube schon. Doch. Hier gibt es einen Kompass. Okay, Labyrinthkarte, aber Masterschlüssel gibt es hier nicht. Liegt halt daran, weil das so ein kleiner Tempel ist. Ja, kann man auch hier erkennen, wir haben nicht mal viele Räume, die wir noch betreten müssen. Also nur so ein kleines Intermezzo. Komm, das tauchen wir auch nochmal schnell auf. Ich glaube, da ist eine Fee drin. Oder ganz viel Geld, ein 20er oder sowas. Na, ach verdammt, da war das Eis noch da. Nein. Ja, da war das Eis noch da, ich bin runtergefallen und dann bin ich in die Typen hier reingerannt. Jetzt ist der Typ verschwunden. Na, wo bist du denn, Wenn man hier die Wirbelattacke einsetzt, kann man die auch eigentlich relativ gut sehen, weil sich dann der Bildschirm sehr verdunkelt. Und die Typen leuchten so ein bisschen. Macht es ein bisschen einfacher, die zu sehen. Außerdem kann man sie dann relativ gut treffen, wenn sie sich einem nähern. Aber wir nehmen hier erstmal wieder zwei Pullen blaues Feuer mit. Und zwei. Mit dem blauen Feuer kann man auch einen ganz lustigen Glitch ausführen. Und zwar, wenn man eine Flasche mit der Flasche ausholt, mit einer leeren Flasche. Und dann versucht, das Feuer zu fangen.
muss man ganz schnell die Flasche durch ein anderes Item ersetzen und schon hat man Flaschen multipliziert, also dupliziert. Dann ist zwar der Gegenstand weg, den man der Flasche eigentlich zugeordnet hat, aber man hat dafür dann, kann man dafür diesen ganzen Inventarscreen hier drüben voll mit Flaschen haben. Ist teilweise sehr witzig. Aber nicht sehr empfehlenswert, wenn man das Spiel natürlich zu 100% und glitchless durchspielen will. Weil das ist ja nicht mehr so möglich, ohne Endhaken, ohne Bogen, ohne alles. Okay, wieder zurück im Raum mit der Sense. Oh, schön abgewehrt. So, das Feuer verwenden wir jetzt, um hier ein paar Wege aufzutauen. Zum Beispiel den hier. Oder zum Beispiel auch den da drüben. Autsch, das war jetzt sehr klug. Und natürlich müssen wir auch noch ein blaues Feuer mitnehmen, damit wir den König Sora wieder auftauen können. Weil der gibt uns auch noch was ganz Tolles. Auch was, was wir sehr gut benötigen. Moment, wo geht's denn jetzt hier lang und wo geht's da drüben lang? Okay, das ist erstmal die Sackgasse, da will ich auch zuerst hin. Hier gibt's auch nochmal blaues Feuer. Eben hier die Eiszapfen aus dem Weg räumen. Zack. Und noch die Fledermaus getötet. Sehr schön. Nimm erstmal das Feuer. Der Dungeon ist auch ganz gemein in der Master Quest Variante. Da gibt es hier Kristallschalter, die in den Eisblöcken versteckt sind und so ein Zeug. War schon ein ganz böser Dungeon, muss man wirklich sagen. Auch wenn es nur ein kleiner Dungeon ist. Aber die Master Quest Version ist eh sehr speziell. Möchte ich mal sagen. So. Warum nutze ich hier den Bogen? Ich kann auch ganz einfach hier den Fanghaken benutzen. Zack. Und da brauchen wir nochmal unser blaues Feuer. Da in der Truhe sollte der Kompass drin sein. Und auf der anderen Seite sollte es unser Herz für diesen Tempel geben. Also erstmal Kompass. Der Kompass. Nice. Ich glaube, hier gibt es eigentlich gar keine Truhen mehr, oder? Oh mein Gott, eine. Ja, der Kompass ist in diesem Tempel noch sinnvoller als in allen anderen. Hust, hust. Aber nun ja, was will man machen? Der Kompass ist halt der Kompass. Deshalb haben die auch den Kompass mit der Karte in Skyward Sword vereint. Weil der Kompass nutzlos ist. Naja. Herzteil und das bringt uns einen neuen Herzcontainer. Gut. Mit den Herzen sind wir eigentlich auch ganz gut dabei. Wir kriegen noch zwei durch Bossgegner. Nee, Quatsch, drei durch Bossgegner. Und wir bekommen noch ganz viele Herzteile. Die wir eigentlich auch alle... Die eigentlich gar nicht mal so versteckt sind. Okay. Da war noch eine Skulptur da übrigens. Dann nehmen wir nochmal hier zwei Flaschen blaues Feuer mit. Eine Skulptur sollte hier noch fehlen. Und ich meine auch zu wissen, wo die ist. Solange ich es jetzt nicht hier mit Master Quest wieder verwechsel. Aber mal gucken. Im Allgemeinen sind die Skulpturas hier in der Eishöhle nicht sehr gut versteckt. Weil man die A laut hört und B nicht. Und B die eigentlich immer sehr zuverlässig sieht. Naja. Gut. Dann gehen wir jetzt auch mal hier rüber. Das ist der letzte Gang, der uns noch fehlt. Ihr müsst die Eishöhle übrigens auch wirklich machen. Nicht nur wegen dem blauen Feuer, sondern auch wegen einem ganz wichtigen Gegenstand. Den wir hier noch am Ende erhalten werden. Das ist diese ominöse letzte Truhe, die sich hier noch versteckt hält. Na, mein Gott, diese blöden Fledermäuse. Und dann noch diese blöde Steuerung im GameCube-Controller. Na, zack, tschüss. Na, 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 da drüben. Okay. Okay, ich höre schon die Skulptur, dann bin ich auch im Klaren, dass sie auch da ist, wo ich gedacht habe, dass sie ist. Und zwar hier unten. Ach nee, da oben, okay. Ich glaube, Master Quest ist die hier unten. Naja. Zack. Die dritte und letzte. Okay. Oder? Ja, stimmt. Okay. Hier kommt ein nächstes lustiges Rätsel. Und zwar dieses Eisblock-Rätsel. Die Strategie hier sollte natürlich, oder der Trick hier sollte auch ganz logisch sein.
Wir können den Block nur immer an eine Wand verschieben. Und dann bleibt er zum Stehen. Und dann bleibt er stehen. Das müssen wir halt so machen, dass er da oben bis zum blauen Feuer reicht oder an Bereiche, wo wir so nicht drankommen. Moment, dann nehmen wir den hier einmal und schieben ihn einmal hier hin. Zack. Und hinauf. Holen wir uns erstmal den Kristall hier. So, dann hier rüber. Deshalb braucht man auch hier wieder blaues Feuer. Dann kann man hier den Eisbock schmelzen. Ansonsten hätte ich den erstmal sofort zum blauen Feuer schieben müssen. Und das wäre ein bisschen umständlicher gewesen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, zack. Hier fehlt nur noch einer, oder? Okay. Den Eisbock können wir nirgendwo sonst mal hin verschieben. Schieben wir ihn einfach in den Abgrund. Flop. Zum Glück wächst er auch gleich nach. So, zack. Dann darüber. Zack. Und dann einmal nach dahin. Dann sollten wir eigentlich alle Plätze so erreichen können. Das Witzige ist auch, wenn man den Stein hier verschiebt, dann bleibt die ganze Zeit stehen. Das konnte man gerade an den Rubinen da oben erkennen. So, die Tür ist geöffnet. Man kann sich auch in der Zeit nicht bewegen, wo sich der Block verschiebt. Hier ist der Trick, einmal hier die Hymne der Zeit spielen. So, einmal die Hymne der Zeit. Ist jetzt vollkommen unnötig, bringt nur Geld, aber Geld ist Geld, ne? Auf einmal erscheint ein Zeitenblock. Oder eine ganze Brücke aus Zeitenblöcken. Zeitblöcken, so. Zeitenblöcken. Ein Block, mehrere Blöcken, ne? Oh Gott. Wow, Hilfe, was war das? Link ist irgendwie in der Luft gesprungen, okay? Nehmen wir noch ein bisschen blaues Feuer mit. Und dann können wir uns gleich wieder von dem Block hier verabschieden. Oder schaffen wir es noch irgendwie nach da drüben? Nee. Oder? Nein, du sollst verschieben. Aktion. Zack. Und dann einmal zack. Doch, das klappt auch so. Haha. Und dann einmal gegen die Wand da drüben. Und dann kommen wir auch dahin. Auch wenn es nicht so aussieht. Ist auch nicht so gedacht, man soll ihn eigentlich direkt davor schieben. Aber da wir links unglaubliche Sprungkünste haben, klappt das auch so. Zack. Sag ich doch, sag ich doch. Da ist schon wieder so einer. Toll, ich bin auch noch voll reingerannt. Ich hasse die Typen. Eigentlich mag ich auch Ice Dungeons nicht so. Ah, Hilfe. Ich bin echt nicht der Fan von Ice Dungeons. Aber das ist zum Glück nur ein kleiner Tempel. Nichts im Vergleich zum Eistempel von A Link to the Past. Weil der ist echt böse. Der ist echt böse. Der ist sogar so böse, dass sie im Remake einen Raum geändert haben. Ach ja. Mit dem Block. Den man auch ganz komisch, glaube ich, glitschen kann und so ein Zeug. Aber was rede ich von A Link to the Past, wenn wir hier bei Ocarina of Time sind? Tja, ja, ja. Okay, wollen wir uns doch mal einmal blaues Feuer Nachschub. Obwohl, nee. Wir können auch gleich da durchgehen. Blaues Feuer können wir uns doch mal auf den Rückweg holen. Wir gehen hier erstmal durch diese Tür, die nicht aussieht wie eine Tür. Aber eine ist. Und dann in einem wunderschönen Raum. Der sehr eisflockig aussieht. Und es kommt ein kleiner Miniboss. Ein Schneewolf, ne? Nee, ein weißer Wolfsheimer. Ich glaube, in Majora's Mask heißen die Wolfheimer. Nee, Quatsch. Schneewolfo, so. Lass ihn herankommen, achte auf seine Bewegungen, schlage zu. Wenn er unvorsichtig wird, ja genau. Gleiches Spielchen wie mit den anderen auch, wenn man richtig zuschlägt, ist er sofort tot. Ein sehr anspruchsvoller Zwischenboss. Ach ja. Und da befindet sich auch unser Dungeon-Item. Und auch ein Item, ohne das wir nicht in den Wassertempel reinkommen würden. Und zwar sind es die unglaublichen Trommelwirbel. Die Eisenstiefel. Zu schwer, um zu rennen. Zu schwer, um zu schwimmen. Genau. Und wir bekommen auch gleich nochmal Besuch von Sheik. Sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht.
Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis niemals schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reift des Kindes Mut, junger Liebe Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein die schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Wie poetisch von dir. Verdammt. Ich hab doppelt gedrückt. Scheiße. Der hat zweimal erkannt. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, voll den schönen Moment ruiniert. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Jetzt kommen wir auch zum Wassertempel. Link, wir werden uns wiedersehen. Ja, Link. You're too slow. Tja. Okay. Die Eisenstiefel wollen wir auch gleich mal testen. Hier müssen wir die natürlich wieder anlegen. Das ist natürlich auch der Grund, warum der Wassertempel so toll ist. Wir können natürlich auch nicht unendlich lange im Wasser hier verbleiben. Du kannst unter Wasser nicht atmen. Wird dir die Luft knapp, ziehe diese Stiefel aus. Genau. Im Wasser sind wir eigentlich relativ normal drauf mit Laufen. Oder wesentlich schneller. Allerdings können wir nicht so gut wenden. Zum Beispiel versuche ich hier jetzt gerade in den Kreis zu gehen und das ist ein bisschen schwierig. Und an Land sind wir natürlich extrem lahm. Dumm, 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 dumm. Aber nun ja. Okay. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, unter Wasser zu atmen, ne? Oh, zwinker, zwinker, zwinker. Huch. So, wollen wir noch einmal blaues Feuer mitnehmen, bevor wir hier weggehen. Deshalb einmal nochmal hier lang. Und zack, 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 zack. Einmal nach da drüben. Und da drüben gibt es ja blaues Feuer. Wow, voll daneben gehauen, Link. Ach komm, lass dich doch einfach. Moment, schaffe ich das irgendwie so mit der Kamera? Okay. Mit Anvisieren gegen die Fledermaus nochmal blaues Feuer einkassiert. Okay. So, zack. Autsch. Na gut. Dann können wir nochmal hier wieder den Bogen ausrüsten und mit zweimal blauem Feuer gehen wir dann auch nochmal zum König. Damit wir den dann auftauen können. Okay. Die Serenade des Wassers bringt einen übrigens zum... Ach, jetzt kommst du nicht durch. Mein Gott, Link, warum bist du auch so fett? Die Serenade des Wassers, wollte ich gerade sagen, bringt einen zum Hyliasee. Deshalb können wir da jetzt nicht einfach uns hier wegbeamen. Ansonsten wäre das ein netter kleiner Shortcut, aber nee. Außerdem können wir uns jetzt nochmal ein kleines Herzteil holen unter Wasser. Und zwar hier am Grund der Quelle befindet sich dann ein Herzteil. Und zwar eigentlich unter der größten Scholle hier. Deshalb können wir hier einmal tauchen. So, eins und dann können wir die Eisenstiefel ausrüsten. Ich frage mich, ob er jetzt nochmal hochkommt oder... Nee, er geht wirklich runter. Jetzt ist natürlich das Zeitlimit ein bisschen knapp. Allerdings sollten wir das schaffen. Ansonsten mache ich einen ganz schnellen Rückzieher. Hier unten ist übrigens alles voll mit Rubinen. Teils sehr wertvoll, teils überhaupt nicht wertvoll. Aber lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Okay. Haben wir auch das Herzteil einkassiert. Jetzt aber schnell wieder hoch, bevor Link ertränkt. Es ist eh unglaublich, dass er hier
anderthalb Minuten unter Wasser ohne Luft aushalten kann. Naja. Link hat's halt drauf. Na. Wir können ja schon mal in Richtung König schwimmen. Ja, mein Gott, jetzt fängt die Zeit an, Panik zu machen. Ich bin ja schon oben. Okay. Hier werden wir auch nochmal ganz zum Schluss nochmal hinkommen. Hier befindet sich nämlich unsere... oder eine unserer letzten Skulpturas, die wir uns holen werden. Die können wir erst nach dem Geistertempel holen. Und das ist soweit der letzte Tempel. Deshalb, nun ja. Tauchen wir doch erstmal den König auf. So, zack. Es ist natürlich auch sehr doof, wenn man nur eine Flasche dabei hat und dann das blaue Feuer irgendwie deplatziert. Dann taucht man den König nicht auf und darf den ganzen Weg nochmal latschen. Naja. So, jetzt können wir auch wieder mit dem reden. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, dass mein Bild verschwunden ist. Was passiert hier? Mein Bild ist gerade auf dem Bildschirm verschwunden. Hilfe. Mir scheint, ihr könntet euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes, nehmt bitte diese Rüstung. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Yay! Die Zora-Rüstung. Diese Unterwasserrüstung passt nur Erwachsenen. Du kannst unter Wasser atmen. Und das natürlich jetzt gepaart mit den Eisenstiefeln ist natürlich unser Weg, unter Wasser uns fortzubewegen. Im stylischen Blau hier. Sieht auch gar nicht schlecht aus. Irgendwie jede Rüstung steht Link eigentlich sehr gut. Deshalb bin ich auch froh, dass die in Hyrule Warriors auch so existieren. Oder auch in späteren Zelda spielen. Weil Link in den verschiedenen Rüstungen sieht doch eigentlich immer ziemlich gut aus und stattlich. Ja. So, und hierfür wollte ich nochmal das andere blaue Feuer mitnehmen. Können wir nochmal den Shop auftauen. Gehört ja auch irgendwie dazu. Okay. Hier kann man sich natürlich auch nochmal eine Zora-Rüstung kaufen, falls die einem vom Raubschirm geklaut wird. Oder falls man den König hier aufgetaut hat, allerdings kostet die dann 300. Und deshalb, nee. Brauche ich irgendwas? Ich könnte mir einen Fisch kaufen? Nö. Okay. Dann würde ich hier den Part beenden. Beim nächsten Mal werden wir erstmal noch ein paar Sidequests machen. Und dann, Leute, dann kommt der Tempel der Tempel. Der Wassertempel, auf den ihr euch schon sicher alle freut. Ich finde ihn gar nicht so schlimm. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber da könnt ihr trotzdem gespannt bleiben. Der legendäre Wassertempel aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. So, erstmal hier nochmal den Bogen ausrüsten und ich würde mich schon mal verabschieden, Leute. Ja, ich verabschiede mich, Leute. Beim nächsten Mal geht's auf zum Hylia-See. Deshalb würde ich mich verabschieden und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!